Richtungsweisendes Spitzenspiel für Kickers Offenbach in der Regionalliga Südwest. Der Tabellenzweite zu Gast beim punktgleichen Dritten TSV Steinbach-Haiger. Windiges, fast schon stürmisches Wetter auf dem Haarwasen. Beim OFC ist Malte Karpstein nach abgesessener Sperre zurück, rückt für Albrecht wieder in die Innenverteidigung. Und die Gäste in Mintgrün nach 2 Minuten mit dem ersten Freistoß. Keiner kommt ran. Steinbach, seit 4 Spielen ungeschlagen, kommt nach 12 Minuten das erste Mal nach vorne. Ilhan und da ist Bisanovic auf einmal völlig frei. 1:0. Dino Bisanovic, einer von 2 Neuen in der Steinbacher Startelf, wird heute 31, beschenkt sich selbst und die Kollegen. Die beste Defensive der Liga unter Druck. La Prévotte, der Ball ist weg, aber da ist schon wieder Bisanovic. Der Doppelpack in 10 Minuten. Was eine Geburtstagsparty. La Prévotte lässt sich den Ball klauen und dann spielt Steinbach das ganz cool aus. Und kommt 3 Minuten später schon wieder. Marquet, der zweitbeste Torjäger der Liga, hier harmlos. Der OFC in dieser Saison ganz selten in Rückstand, versucht es schon auch offensiv, aber entweder steht die Steinbacher Abwehr stabil oder die Hereingaben finden keinen Abnehmer. Beide Teams versuchen es regelmäßig aus der Distanz. Merz hier mit Rücklage. Auf der anderen Seite Dennis, mal als Flanke getarnt, Kotschor rettet. Die beste Chance des OFC bisher nach knapp 40 Minuten. Jetzt aber mal eine kleinere Drangphase der Kickers. Bojais Schuss noch abgefälscht und kurz darauf Matthias Fetsch, bisher noch nicht drin im Spiel. Im Gegensatz zu den Gastgebern. Die kommen immer wieder mit Tempo nach vorne. Kevin Lahn, Flauder, hat auch den Nachschuss, verhindert so das 0:3. Kurz vor der Pause nochmal Offenbach mit Vierrad. Und der Pfosten, aber abseits. Das Tor hätte nicht gezählt. So geht's mit 0:2 in die Halbzeit. Sreto Ristić reagiert, bringt Soriano für Bojai. Die klareren Abschlüsse haben aber weiter die Gastgeber. Merz abgefälscht, die Ecke bringt nichts ein. Aber kurz darauf gibt es eine von der anderen Seite. Und die ist drin, was ein krummes Ding. Sasa Strujic spekuliert wohl auf Wind und Regen, die in den letzten Minuten stärker geworden sind. Flauder ist noch dran, kann aber nicht mehr klären. 0:3. Steinbach von klarer Führung und Wind angetrieben, macht weiter Druck. Ilhan knapp vorbei. Und 10 Minuten später der auffällige Merz. Flauder rettet. Der OFC tut sich richtig schwer. Jetzt auch noch mit dem immer schlechter werdenden Wetter. Die Abschlüsse von Sobotta und wenig später Dennis bezeichnend. 10 Minuten noch. Der eingewechselte Hanke beim Freistoß. Und auch der wird immer länger. Flauder, Mihaljevic. Der aufgerückte Innenverteidiger staubt ab. Im Winter vom FC Bayern 2 gekommen, sein erstes Regionalligator. 4:0. Der Wahnsinnswind hat hier mit Sicherheit auch wieder seine Finger im Spiel. Und wird dann noch stärker. Gegenstände fliegen durchs Stadion. Das Spiel ist kurz vor Schluss mehrere Minuten unterbrochen, wird dann aber noch offiziell beendet und stoppt die unglaubliche Erfolgsserie von Kickers Offenbach. Im 11. Spiel unter Ristić setzt es die erste Niederlage. 0:4 beim TSV Steinbach-Haiger. In der Tabelle tauschen beide Teams die Plätze und haben schon die nächsten Spitzenspiele im Blick, bei hoffentlich besserem Wetter. Steinbach am Dienstag beim FSV Frankfurt. Der OFC trifft am Samstag auf Tabellenführer SC Freiburg 2. Es ist weiterhin alles offen im Kampf um den Aufstieg in die dritte Liga.